Guten Morgen, lieber Sonnenschein. So schaut's aus. Wir sind heute in Lungonien, genauer gesagt in Zweng. Genauer gesagt gehen wir mir auf die Lackenspitz, weil der Franzi gesagt hat, gehen wir eine Tour, wo es ruhiger ist. Ja, mit ruhiger ist da nichts, da geht's zu wie am Rummiplatz. Und ruhiger war es da, glaube ich, das letzte Mal, da war ich noch Schiller am Dauern, also vor 20 Jahren. Aber der Franzi hat gesagt, wir gehen eine ruhige Tour. Kleiner Einblick, so schaut's aus. Mittlerweile haben sie da sogar ein WC hingestellt. Packen dann die nächsten 3 Kilometer für ich, und das ist der Schuldige. Ja, wobei, wenn man schon sagt, das ist eine ruhige Tour, auf diese Idee hat mich ein Wiener gebracht, und wenn sogar ein Wiener weiß, dass es die Tour gibt, dann kann das keine geheime Tour sein. So schaut's aus. Und ich rede von dem Wiener mit dem Wiener Hofknicks. Ihr kennt's ihn. Guten Morgen übrigens. Ich muss sagen, ich bin jetzt heute das vierte Mal oder was mit den neuen Ski und mit den neuen Schuhen unterwegs. Ich bin vorher immer mit richtig weichen Schuhen unterwegs gewesen. Beim Aufgehen ist es zwar anstrengender, aber der Vorspaß, das Vorher-Erlebnis mit Blizzard-Technika ist einfach genial, genial. Auf gut Deutsch ist der Franz jetzt einmal draufgekommen, was ich als Skilehrer schon seit Jahren predige. Mit einem weichen Schuh kann man nicht gescheit Skifahren. Ja, so schaut's aus. Heute unterwegs eben der Franzi, ich und meine mir mich Angetraute. Sag was, jetzt musst du was sagen. Nein. Komm, nein. Komm. Ich wart nicht. Schau, sag. Grüß euch. Das ist so eine Hosenscheißerin, das ist unglaublich. Daheim hat's irgendwie die Pappen offen. Unglaublich. Ja, also, nehmen wir euch heute mit auf die Lackenspitz. Und dann wünschen wir euch viel Spaß damit und ja, schauen wir mal, wie es wird. Ja, diejenigen, die unser Video auf die Switzenschneid gesehen haben, haben uns eh schon mitgekriegt. Wir haben eine Lawine ausgelöst, das kann jedem passieren. Und darum, wir zeigen uns so oft her, das ist standardmäßig bei jeder Tour am Anfang dabei, der Gruppencheck. Sieht man, das reagiert auf 1 Meter Distanz. Wenn der Andi ungefähr bei 1 Meter vorbeigeht, sollte er jetzt piepsen. Genau. Und schon ist er weg. Und die Steffi hören auch drauf. Passt. Und ab ins Gelände mit uns. Von da unten kommen wir jetzt her. Mittlerweile auf der Forststraße. Und da geht es jetzt eine Zeit lang auf, bis dass wir wieder in den Chor kommen. Gute 300 Höhenmeter unterwegs, und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir am Weg zur Metzgeralm. Wenn es nicht stimmt, schreibe ich es unten rein. Wir sind jetzt bei der Metzgeralm. Die war da hinter meiner. Und wir müssen in die Richtung, da gerade führe ich, bei der Einschaltung durch. Das war mal so der Weiterweg. Wir sind da jetzt in einem wunderschönen Lerchenwald, sanft ansteigend, und die Sonne scheint uns auch schon ab und zu ins Gesicht. Traumhaftes Winterwanderland. Thank you.
sind wir im Chor herum. Da ist auf der Karte ein See eingezeichnet. Und dann geht es vorbei. Durch so ein Chor rauf. Da hinten sehen wir, ich glaube, Treberlinger Spitze oder Treberlingspitze heißt sie. Da trennt. Das Unherrschein, das weiß ich nicht. Und für uns geht es da in die Richtung weiter rauf. Gell, Franzi? Auf jeden Fall. Hat der Andi einen Knall? Andi hat den größten Knall. Da vorne sehen wir jetzt die Lackenspitze. Mir erinnert das jetzt gerade ein bisschen an die Seemannwand. Das ist auch nochmal ein gutes Stück zurück rein und dann nochmal rauf. So weit man ist nicht mehr, aber zeigt jetzt ist trotzdem ein bisschen. Wie auf der Karte zum Aussehen ist, der letzte Hang auf den Gradrücken ist ein wenig steiler. Auf der Kamera sieht man es jetzt kaum. Aber kurz unter dem Grad hat es einmal ein Schneebrettel gegeben. Der darf noch nicht so alt sein. Heute aus der Rubrik Abfahren mit Fellen. Juhu! Franzi ist da, heute nur noch Steffi. Herrliches Pulver. Wahnsinn. Jetzt können wir da das Gipfelhanger rein. Das schaut aktuell so aus. Da hat es lauter kleine Anrisskanten, die gehen bis da um. Das ist der Wind, ist von der Seite gekommen, hat den Triebschnee eben in den Abschlusshang eingelagert. Wahrscheinlich auf ziemlich harten Untergrund und das war zu viel Triebschnee. Von dem her hat es dann kaum eine Bindung gegeben und somit ist das abgebrochen. Die größte Abrisskanten ist direkt unter dem Grat. Die dürfen so, was dürfen die haben? 40 cm, vielleicht ein bisschen mehr, kniehohe Abrisskanten sein. Auch da ist selbst auch gekommen und da sieht man ganz gut an der Struktur von den Blick, die da auszuschauen, wie schichtweise sie die Schneedicken aufgebaut hat. Die Blicke sind da teilweise Kühlschrank groß, also recht kompakt, dementsprechend schwer. Das darf teils von einem Wächtenbruch sein und so hat halt da oben ein Brettel mitgenommen. Da gibt es halt jetzt bei dem Hang echt abschließend nur zum Sagen, das sollte safe sein, das sollte passen, sonst könnte das ungut werden. Ich muss auch sagen, obwohl sich die Situation sicher entspannt hat, sich das Ganze gesetzt hat, viel schon angerutscht ist. Der Hirseln gerade semi auf Reihe und Glied auf und hinterbei nochmal drei in Reihe und Glied. Rechts der Hang, der in der Sonne ist, hat sich noch nie entladen. Ja, ich fand es nicht schlecht, wenn man da ein bisschen mehr Sicherheitsabstand lässt und vielleicht auch nicht ganz so weit rechts in den sonnenseitigen Hang, sondern sich eher ein bisschen links halten dort, wo er sich schon entladen hat. Ja, das war jetzt nur für Text, aber so schaut's aus. Ja, ab und zu ist es gescheiter, man bleibt stehen, vor allem wenn man gefahren hat. Wir aktuell haben 7 Stück davon. Ich kenne die da oben nicht, ich will sie gar nicht kennenlernen. Wie ich es beim anderen Video schon erklärt habe, links haben wir Schatten, da ist schon angegangen. Da ist sicher ungut zum Gehen, weil hart, aber es ist safe. Ja. Rechts ist die Sonne drin, da ist noch nichts angegangen und die quälen sich jetzt da durch rauf. Franz, wenn du mal rauf filmst zu den Simmi, bitte. Da, wo die jetzt mal dummhupfen unter die Felsen, das ist alles einblasen, das ist eigentlich eine Störzone. Jetzt geht der erste noch weiter auf einen Riedel, der wiederum Triebschnee eingelagert ist. Der Riedel ist sicher unter Spannung. Die fuhrwerken sich da rauf wie die Blöden. Sicherheitsabstand haben sie bis vor kurzem gar keinen gehabt.
Und den Sicherheitsabstand und die Spuranlage, die sie jetzt haben, ist völlig unnütz. Wenn es duscht, schwarz uns die genau vor die Füße und deswegen stehen wir auch da, wo wir gerade stehen. Und wir werden warten, bis die draußen sind auf der Kante und erst dann gehen wir los. Wenn euch einmal sowas passieren sollte, dass ich sechs mit der Spuranlage und mit der ganzen Hanggeschichte, wie es gerade ist, scheißt auf die Zeit, bleibt einfach stehen, wartet und fertig. Weil wenn es duscht, auch könnt ihr es da gleich helfen, weil in dem Fall, die bleiben genau da vor mir liegen. Und ich selber bringt es euch nicht in Gefahr. Also das ist. Da muss ich dann so viel sein und sagen, Ramba die Zamba, wurscht ist. Weil jetzt sind es mehr Leute da noch geworden, weil einer dazugekommen sind. 2, 4, 6, 8. Also am Kirtag geht es nicht dazu. Schon langsam wissen sie selber nicht mehr, wie sie die Spur anlegen wollen. Das ist ganz witzig, jetzt wird es dann ein bisschen planloser. Versuchen sie es rechts oben an, geht zu den flachen eingeschnittenen Felsen, dass sie nicht über den gespannten Mugel drüber müssen, aber auch die flach eingeschnittenen Felsen sind eine Störzone. Von oben schiebt der Hang, das wird alles lustig. Das kann jetzt alles gut gehen, da kann nichts passieren. Das kann aber auch brachial in die Hosen gehen. Also ich darf es niemals so riskieren und niemals so gehen. Aber, ja. Es gibt halt welche, die es dann. Und was wir uns alle lernen und merken müssen, das ist ganz wichtig jetzt, wenn es einmal was geht und es ist nichts passiert, das gilt auch für uns. Wenn nichts passiert ist, heißt das nicht, dass die Entscheidung die richtige war. Wir wissen nie, wie knapp, dass wir an der Katastrophe vorbei sind. Und wenn das jetzt bei denen auch funktioniert, dass nichts passiert, dann wissen die in Wahrheit auch nicht, wie knapp, dass die an der Katastrophe vorbei sind. Aber riskieren dann zu viel. Ja, das war die Lage zum Tag. Und das ist auch jetzt genau das Thema, was wir auch immer wieder sagen. Nur weil da irgendwo eine Spur aufgeht oder runtergeht, wir gehen dem nicht blind hinterher. Man muss die Entscheidungen selbstverantwortlich, eigenverantwortlich treffen. Und wenn man das nicht kann und nicht will, dann nimmt man sich einfach einen Bergführer. Bei uns sind jetzt gerade zwei vorbeigegangen. Die haben das auch gesehen, was die Achte da oben aufführen und die versuchen jetzt eigentlich in sicheren Weggehen über die linke Seite. Sie merken jetzt natürlich, so wie ich vorher schon gesagt habe, dass es wirklich hart ist zum Gehen, weil eben schon angerutscht. Aber auch wenn man sie plagen muss, es ist unter Garantie die sichere Linie. Wir werden probieren, zwischen D und D zwar in der Mitte durch, links von Übergang Schatten Sonn, da ist die Hangneigung nicht mehr so brutal wie bei D2 und es müsste halt vom Schnee her noch so passen, dass man da gehen kann. Das war mal so der Plan. Aber wie gesagt, D2 machen es eigentlich richtig, auch wenn sie sich gerade viel mehr plagen müssen. Und die da oben, die 8, die sind einfach bei Excellence. Also. So, da so, Thema Störzonen, da haben wir da Wiesen und Storn. Da ist jetzt nur Schnee drauf, die dicken Trock. Aber wenn wir bei so Wiesen- und Steinstörzonen weniger Schneeauflage haben und wir fahren da drüber, nachher geht das Bredel. Hausnummer, ein Stein, so wie der, eingeschnitten auf 20 cm, 30 cm, wenn ich da drüber rutsche und sich das nicht wirklich gebunden hat, dann fängt das da zum Duschen an. Ah, und da den Hang. Wenn man gleich mal reingeht, dauert es nicht lang, kommt das erste Gletschen mal daher, es ist zwar klein, aber es ist da, das zieht sich ewig, ja, das geht einmal bis da vier noch, ja, und da sind wir jetzt weder steil noch irgendwas, sondern einfach nur in Wahrheit Zipfelglatscherhang, aber das klingt. Also wie gesagt, liebe Leute, wenn es da rauf geht, passt auf, überlegt euch die Spuranlage genau und fertig. Ja, wir sind jetzt mittlerweile aus der möglichen Lawinensturzbahn heraus und haben uns für die Aufstiegsvariante links entschieden.
Der Hang wird auch um die 40 Grad steil sein. Spitzkern-Massaker ist jetzt schon angesagt. Steffi, gefreist du schon? Ja, super. Ja, da rauf, Spitzkern-Massaker. Eine nach der anderen. Da ist ein extrem harter Haarstecke. Ich habe einen Ski verloren. Gott sei Dank war es der Bergski. Jetzt habe ich mich da irgendwie zurückgekämpft. Und ja, ich bin die breiten Ski ehrlich gesagt noch nicht so gewohnt. Jetzt stapfe ich da einmal zu Fuß auf. Der Decke hält der ganz gut. Ja, ungefähr 40 Grad ist da steil. Es ist schon eine Stapfspur da gewesen. Hat schon wer aufgespurt. Danke dem Spurer, falls er zuschaut. Ah, und schaut euch das an. Ich weiß nicht, ob ihr es seht am Video, aber da kommt gerade ein Fliegerführer. Gewaltig. Jo, ihr Banditen. War ein bisschen anstrengender, war wie gedacht ein bisschen härter. Die letzten paar Meter haben wir Ski dran. Wenn wir da jetzt umschauen zur Spuranlage von den Ohren, sind sie da aufgegangen. Man sieht an der Spurtiefe recht schön. Schöner wacher Schnee, schön zum Gehen. Aber der Schnee ist nicht umsonst wach. Der ist deswegen wach, weil es Triebschnee ist. Aber ja, in dem Fall bei einem hat es jetzt funktioniert, was aber unterm Strich nichts zum Heißen hat. Und auch wenn eigentlich die sonnseitigen Hänge safer sind, weil sie sich besser sitzen, in dem Fall der Hang nicht. Der ist nicht safer, sondern da ist einfach mehr Triebschnee rein. Die Schadseiten, die hat sich schon entladen, da ist alles heraus. Das ist dann härter und somit safer, wo nichts mehr ist, kann nichts mehr sein. Ende Gelände. Das Wort zum 2. Jänner. Wir wollten ja noch höher, aber der Berg ist schon alle. Geh, Steffi? Ja. Anne, geh, du wolltest schon noch weiter rauf. Ja. Ich kann Kreuz da herum auf den Saumugel, oder wie? Nein. Das ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Ja, Bergheil von der Lackenspitze. Gewaltig schöner Tutten. Nein, es ist echt schön herum und ja, recht viel mehr gibt es da nicht zum sagen. Schaut euch einfach diese geniale Aussicht da an. Also schön, was da entzückt den Hang, da will das an das nächste Mal hin. Ja, da. Da unten haben wir aufgekuffert. Und da fahren wir jetzt wieder runter. Da drüben ist das Weißeneck, da war ich auch schon mal oben. Das ist auch so eine Spezialisten-Skitour. Ja. Auf jeden Fall halt's euch fest, jetzt kochen wir euch. Ja, sicher. Speeddown. Hashtag. Aha. Da kannst du Schlittschuh laufen, da. Gewaltig. Thank you.
Jetzt war ja fast gegen den Baum ratiert. Da haben wir eine Kontaktlinse außer da. Der Pulver freut sich wieder da! Juhu! Mehr Schwung! Juhu! Alle wahnsinnig. Also ich nicht. Ja, Resümee, Tour auf die Lackenspitze. Sollte man einmal gegangen sein, öfter. Ja. Seid schon mal oben der Hang, wenn der Schnee passt, ist sicher cool zum Fahren. Sonst ist wie gesagt nicht lawinenungefährlich, das Thema haben wir heute eh lang und breit durch. Was halt dann noch dazu kommt, es sind so kleine Gegenanstiege, finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Nach den Gegenanstiegen ist es eigentlich ganz cool, da über das Chor und den Wald alle harzen, ist ganz nett. Der Burner ist jetzt nicht zwingend, aber eine nette Tour. Ja. Ja. Genau. Lungauer verzeiht es uns, aber es ist ja. Ja, dafür war es heute nicht ganz so kalt, wie sonst bei euch ist, liebe Lungauer. Genau, dafür habt ihr viel andere schönere Touren wie das da. Genau, ja. Auf jeden Fall, wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen, wir haben uns viel Mühe gegeben. Und das der Fall war, nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen und wer das erste Mal zuschaut, nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren. Wir freuen uns auch über euch eine Kommentare, insbesondere was das mit der Lawinen-Thematik anbelangt. Wie ist das, seht ihr, wenn so viele Leute in einen Hang reinrennen, ob sie es anders machen wird, etc. Ja. Und da ist die Steffi, jetzt haben wir es gesehen. Jetzt kann sie nicht mehr weg, nicht so wie beim letzten Mal. Genau. Also ciao, pfiat euch, danke fürs dabei sein.